So, willkommen zurück. Hallöchen. Wieder mit Hedda und Exi und der Hallo. Ele. Ja, und wie ich immer erst die Taste verhaue, ne, und erstmal lache, anstatt zu winken. So. Und raus hier. Oh. Entschuldigung. Ich sollte die Ansicht ändern, weil sonst. Also, rennst du im Nebel rum. Das heißt, das müsste eigentlich direkt hier in der Richtung sein. Willst du zu Fuß hin? Nein. Vielleicht eine Die Katze. kennen ja sonst. Aber da war nur eine Zwölferkatze. Und ansonsten versuche ich gerade noch ein bisschen vergammeltes Fleisch zu machen. Falls wir doch wieder ein Skorpion irgendwie unterkommt. Beziehungsweise wir brauchen ja. Feiner Para, hast du Kacki gemacht? Fein. So, ab Geht's in die Kiste dir mit. gut oder. Na, sagt man das nicht auch zu deinen Katzen? Ja, doch. Siehst du? Ja, das habe ich zu Para gesagt. Wir wollten doch eh Mist sammeln für die Kiste. Nein. Ich habe schon mal so ein Loot-Teil aufgemacht, aber da war nur Schrott drin. Das heißt Schrott. Na, Schrott Boah, halt. ein Fahrrad. Da ist eine Fläschchen drin, ne? Hier brauchen wir die? Ich glaube nicht. Habe ich mitgenommen. Exi Und ist die auf der Hose. Suche nach einem neuen Petri, nachdem wir ja meinen geschrottet haben. Was ist mit den Parasattel? Den können wir auch normal herstellen, das ist ja primitiv. Nichts Besseres. Es war einfach mal ein lila Drop, den ich aufmachen konnte. Exi? Ach, das ist Moment, ein. ich habe Nee. hier Probleme. Der ist ein bisschen besser als den ich habe, ne? Du hast Probleme? Ja, Okay, wir warten. ich wurde angeblubbt und dann habe ich nichts mehr gesehen. Jetzt habe ich Hunger und ich weiß nicht, wo der Petri hin ist. Oh. Nein. Ja, wenn nicht, fang mal einfach von vorne an. So, Folge 1.1. Ja, Wir ja, ja. sammeln ein Petri. Hier ist einer. Den Fünf Sterne getampten ist da. verloren. Den Den getampten kannst habe du. ich nicht verloren. Ich habe den ich tamen wollte, verloren. Ach so. Ja, Taming-Liste. Ist da nicht drin? Wenn man ihn schon Der ist noch nicht. angedingst hat. Der ist noch nicht K.O. Ach so. Das ist es, ja. Er entdeckt ein Der Feind, ist Level Feind. 77. Ach, deswegen. Oh, da brauchst du Allerdings aber. Männchen wieder. Also. Mal sehen. Haben wir noch Bolas? Bolas, Bolas? Da. Ich hab Nehmen wir dabei, mal aber welche mit. ich weiß nicht, wo ich bin. Ja, alles gut, da waren noch Bolas. So, Wenn jetzt nicht, gehe ich. machen wir welche. Achso, Moment, ich habe Hunger. Ich Vergessen. habe auch noch drei Bolas, die tue ich mal in den Waffenschrank. Ding. Komme ich denn jetzt hier hoch? Essen haben wir Ja, im irgendwo Feuer, was ne? noch? Essen. 1057. So, finde ich alles. Hier ist schön Essen drin. Ah, hier ist einer. Und ich Den mache mal hier Feuer nehme ich an. doch jetzt einfach mal. Egal, was für ein Level da ist. Da ein. 27, egal, nehme ich. So, Petri. Petri heil. Danke. Hast du von dem anderen Petri den ungefähr den Sattel mitgenommen? Gute Ich glaube, Frage. er hat nichts mehr gesehen, ne? So, um Bohle zu machen, haben wir doch alles da, ne? Machen wir doch noch ein paar. Weiß nicht genau, wo der gestorben ist. Das ist ein bisschen das Problem. Gestorben? Ach so, ja, hast ja Ja, recht, du hast also ihn nicht mehr gesehen, gell? hier liegt eine Tüte. Ist die von dem? Ja, okay, ich habe ihn gefunden. Lol. Mach er weit weg? Geht, also da, wo wir zuerst quasi waren und ich euch hier die Klippe gezeigt habe, dann mir, ja, ist ja cool und so und da. Warum sind hier unten jetzt Raptoren und Wölfe? Was soll der Mist? Das zeigt der Kleine Will doch hier an hier, ein ne? Petri tamen. Also ich hätte schon einen, aber der ist nur 27. Aber zur Not würde auch gehen erstmal. Ah, da ist er. Hola. Hola. Knüppel. Ne, der Para sagt doch andauernd hier was, da ist was, ne? Ja, scheiße. Ich brauche, So, 77 PD ausgenockt.
super. Ich mach grad noch ein paar Bolas. Achso, immer ist da Male oder Female? Habe ich jetzt wenigstens ein Weibchen abgekriegt? Männlich. Also ich hatte nur Männchen gesehen, tatsächlich, also. So, aber 77 ist ja schon mal ganz nett. Ja, der ist echt nett. Vielleicht hat er mal 3 Punkte mehr aus. Auf Sauerstoff. Ey, ich kann ja gucken. Ha. Modernste Technik und so. Ach ja, stimmt ja. Du, Hedda, bist du noch zu Hause? Ja, ich mach Bolas. Sehr gut. Kannst du mal gucken, ob wir schon genug für 3 Flak-Rüstungen haben? Uno Momentos. So, dazu brauchen wir das Einzige, was wir extra brauchen, ist. Also, wir haben 1000 Metallbahnen. Echt so viel? Mhm. Boah, krass. Und ich muss mal gucken, dass wir ein bisschen Holz nachlegen, damit wir noch ein bisschen mehr kriegen. Ich glaube, der könnte für sein Level gut werden. Irgendwas trampelt hier. Ich will es gar nicht wissen, was es ist. Schnell weg. Ein Morschobster flieht. Vor was fliehst du? Und will ich das wissen? Nein. So, Bolas packe ich in den Waffenschrank. Waffenwerkzeug etc. Ich meine, ich zähle mir auch demnächst dann Moshops. Einfach damit ich was zum Reiten habe. Wolf braucht ja nicht mal einen Sattel, ne? Also Wölfe laufen hier rum wie Sand am Meer. Ich das allererste Mal was gespielt habe, war, also nach der Island war so Aberration, mein zweites, also nicht das Setup, wie man vermutet, sondern Aberration. Und dann, ja, ich war halt echt noch am Anfang unwissend alles, ne, waren Moshops, habe ich mit einem Moshop gezähmt. Hey, dann habe ich fast durchgezogen, bis zum Ende. Moshops, der treue Begleiter. Der konnte echt genug viel schleppen. Und ohne Sattel konnte man dann reiten, der war echt cool. Ich habe auch gestaunt, was der Para schleppen kann, das ist ja Wahnsinn. Dass der Para ein Schleppvieh ist, das ist mir bewusst. Ja, aber dass er so viel hat. Ja, für den Anfang ist er zum Schleppen gar nicht so schlecht. Nö, war echt gut. So, ich habe jetzt keine Lust, ganz nach Hause zu rennen. Ist halt ein bisschen obsolet geworden, den Wivern, die man relativ früh auch holen konnte. Anderen Maps. Was wollt ihr? So, ich habe mal 30 Bolas vorbereitet. Ist draußen schon hell, kann man sich rauswagen. Können wir schon. Ist aus, morgen wieder. Was? Nein. Okay. Was meinst du denn? Ja. Dino-Tore aus Stein bauen. Jetzt hat er Wünsche. Warte mal, das ist das kleine Steintor. Mit 27 kannst du das bauen. Willst du schon einen Agi fangen? Nee, aber ich würde sonst gerne den 77er Petri da unten einmal einbauen. Ach so, das damit er geschützt ist. Sieht zwar momentan so aus, als würde hier nichts passieren, aber. Ja, nichts genaues. Man weiß nicht, nie. Ne? Ja. Ich meine, hier lief schon mal ein Rex rum, wo der liegt. Also insofern. Oh. Ja, das ist halt da, wo wir rübergelaufen sind, direkt an dem Fluss. Hm. Ich suche jetzt mal hier unten noch nach einem Petri, aber ich habe irgendwie ein bisschen. Ich bereite mal ein bisschen Stein vor. Ich ahne schon Schlimmes bei euch hier. Sonst muss mal in die andere Ecke quasi fliegen vom Dings. Ich sehe einfach keine Petri. Von der kleinen Insel. Hier waren gestern noch so viele. Sind irgendwie weg. Ich habe den sogar nicht mal zu oft geschlagen. Ich bin begeistert. Aber vielleicht war er noch angeschlagen. Nee, also das sehe ich jetzt. Also
Ich habe bei den anderen Petris immer das Problem, dass ich die ausgenockt habe und dabei noch irgendwie ein, zwei Mal nachher gekloppt habe. Und bei dem ist mir das nicht passiert. Ha! Wie konnte das passieren? Ja, nee. Schmeckt mir nicht. Oh, da kommt ein weißer Lutrop runter. Ich habe vorhin einen mit Ringen aufgehoben. Gab's bestimmt. Da waren vier Standing Torch Dinger drin. Wow. Und ein Bett und Kleinzeug. Hier ist noch ein Petri. Was bist du denn? Ja, nachdem wie wir unterwegs sind, sind Betten hier nicht schlecht. Ja, also ja. Wo ich jetzt da vorhin gestorben bin und dann auch den Petri verloren habe, war es eigentlich so, dass ich bei unserer Sturmhütte gerespawnt bin, weil es war einfach näher. Und dann habe ich gesehen, dass unsere Sturmhütte eigentlich nur noch aus Fundament und zwei Betten besteht. Ja, da war so ein böser Vogel, der hat ein bisschen... Ah, okay. Naja. Hier sind also keine so ein laufender Petris böser mehr. Vogel. Also keine. Hier sind Petris. Ich habe jetzt sogar auch tatsächlich einen weiblichen gesehen hier, aber Level Dings. Du, Level ist ja erstmal 24. Egal, aber Petri. Ah, das muss Eier legen, mehr nicht. Ja, gut. Jetzt habe ich irgendwie meinen Petri verloren. Ah, da ist er. Aber vielleicht finde ich einen. Also ich fliege hier gerade ein bisschen an am Ufer lang. Da ist Petri. Ist es euch zu langsam mit der Zähmung? Oder sollen wir dann noch ein bisschen was regulieren, hochstellen? Ja. Weiß ich nicht, was hast du überhaupt eingestellt? Ja, Standard. Ich meine, die sind jetzt auch nicht... nicht so hoch hier. Also ich Standard glaube nicht, dass ich anfangs vermutet habe, 150 Max Level. Ich glaube, das ist irgendwo niedriger bei 90 oder so vielleicht. Ja, keine Ahnung. Kann gut sein. Also, das höchste, was ich gesehen habe, ist 77 bisher. Und ich habe hier einen weiblichen 77er. Kriegst du den? Den mit zwei Anläufen? Ja. Nein. Nein. Nee. Oh, der Stone Bamboo Getway, dieses riesige Steintorbogen. 900 Stein. Oh, das kommt mal so. Ein Fiomia-Sattel. Ach nee, das ist ja ein Para. So, Steintürrahmen willst du haben? Torbogen. Nee, ein kleines Steintor. Ja. Davon so 4-5 Stück. Das baue ich in. Dann könnte man davon nämlich auch, wenn man die wieder aufnehmen mit der Admin-Pistole, dann geht das auch. Wirklich? Für Agentavisse. Hey, war, weißt du noch, dein erster Agentavis, den wir zusammen gejagt haben? Ja. Es war toll, oder? Das war launig, ja. Ich bin da nicht rausgekommen oder ich habe es nicht hingekriegt mit der Falle. Die war so schön einfach, aber ich habe es einfach nicht vergangen. So dermaßen. Ja, so. Ich definitiv noch Narko-Bärchen. Habe ich reingetan? Ich bin aber irgendwie weit weg von zu Hause. Ich tue hier eigentlich Büsche kaputt hauen. Vier Torbögen sind da und wir brauchen Stroh. Ach, wir brauchen noch einen Zaun. Wo ich angekommen bin, waren da ein paar Dilos. In relativer Nähe zu unserem Schlepfsepp. Oh, der eine Schrank ist voll. Wo gehst du da hin? Immer wenn Exi ruhig ist, habe ich so das Gefühl, dass er in Schwierigkeiten steckt. Ich bin gerade konzentriert wegen dem Ausnocken von dem Dings. So, jetzt habe ich es geschafft. Okay. Aber ich glaube, den habe ich einmal zu oft geschlagen. Warum? Nein. Ist er tot? Nein, aber halt weniger Effizienz. Ach so. Ja, ich habe auch schon nur 76%. Ah? Hast du genug Narkomittel für die Petris da? Ja. Glaube ich. Also kommt drauf an, wie lange die jetzt halt braucht. Aber ich denke, das ist reicht. Wer leuchtet da? Oh. Ich bin das. Gut, in der Nähe ist nämlich gerade ein... Was? Oh, was Kleines, was rennt. Ah. Oh, es rennt weg. Hat vorhin einen Trodon von mir abgelassen, ne, Hedda?
Was? So ein Leuchterauge hat mich gebissen. Ich renn weg, flieg um, schnarch da rum. Und er beißt noch einmal und haut ab. Aua, 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 aua. Hilfe, 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 Hilfe. Ich weiß nicht. Hilfe? Ja, okay, ich komm. Hilfe, Tür auf. Ich weiß nicht, was es ist. Tür zu. Weg. Schut. Du kannst doch nicht einfach unseren... Wie, du weißt nicht, was es ist? Ich war schneller. Ach, da unten ist er. Was ist es denn? Ein Raptor, oder? Was? Ah ja, es ist ein Raptor. Ach so. Warte, den will ich aber jetzt haben. Nee, das ist kein Raptor. Was ist das? Doch, ist ein Raptor. Aber irgendwie ein Mickriger. machst du mir Fackel? Dann kann ich ihn schön bolern. Aber ich brauche ein bisschen Licht. Warte mal kurz. Ich muss mal gucken, ob ich eine Fackel... Ja, habe ich bei. Sehr gut. Warte, ich gehe runter und bohler ihn. Weil ein bisschen Licht brauche ich. Ich bin hier als, als Köder. Guck mal. So. Guck mal. Dicker Header. Er ist weitergelaufen. Ja, ja. Ist ja klar, ne? Wenn ich hierher komme. Ah, da ist er. Da kommt er. Komm mal her. Dicker Header. Was brauchst du jetzt? Ich knüppel ihn. 49. Kannst alles im Nachbohlern muss. Ich kann jetzt keine Bohle rausholen, dann hast du es dunkel. Auch eine Bohle. Er ist rot. Okay. Er ist nicht. Aufhören. Oh. Brauchst du Narkos? Ich weiß nicht, wie viel Narkos die brauchen. Brauchst du Fleisch? Habe ich jetzt mal 80 rein. Weiß ich auch nicht. Aber hey, der ist kurz vom Tod, ne? Ja, und? Ein Schlag mehr, der wird tot. Ja, du hast ja immer noch mehr draufgehauen als nötig. Aber... Einmal mehr, ja. Einmal habe ich mehr draufgehauen. Da ist jetzt schon... Ja und? Der wird wieder. Guck mal, die rote Färbung steht ihm. Wo steht denn jetzt hier die Zähmdingens? Ich habe keinen... Achso, die Effektivität steht erst da, wenn er noch? Dinge... Wenn er mal gefressen hat, oder? Mhm. So, dann gehe ich jetzt nochmal nach dem Petri gucken. Ich weiß, dass Exi was Tolleres anschleppt, aber vielleicht geht es ja schief. Dann habe ich wenigstens trotzdem so ein Mini-Petri. Ja, so sein, dass das schief geht. Der eine ist nämlich auch wieder eine Ecke weg. Plus 17 Level. Oh, süßer. So. Dann drücke ich jetzt wieder ein paar Narkos rein. Mehr Kopf runter. Ja, doch, ich glaube, ich muss das mit der Zähmgeschwindigkeit ein bisschen höher stellen. Wie stellt man höher? Indem man den Wert kleiner macht oder größer macht? Lieber nachlesen. Ich glaube auch. Also, der Wert müsste sich Taming-Multiplikator, glaube ich, nennen. Multiplikator mal 2 ist ja schon das doppelt so schnell, ne? Ja. Ja, also mit doppelt so schnell könnte ich leben, wenn der jetzt schon 70% hätte, anstatt nur 35. Ja, und ich habe endlich einen Raptor. Also wenn der nicht stirbt. Nein, tut er nicht. Der kaut schon wieder. Aber früher war es, glaube ich, hier auf dem anderen mal 6. Und dann haben sie es mal, glaube ich, höher gesetzt. Oder ich das jetzt bei gleichen effektiver Geschwindigkeit mal 3 sein müsste. Glaube ich. Also muss ich es mal 3 einstellen? Also den Wert von 1 auf 3 stellen? Probier mal. Ja, genau. Dann hätten wir zumindest die Geschwindigkeit. Ja, weil ich will jetzt das ganze Video nicht auch irgendwelche Tiere da daneben stehen und einfach nur... Nichts tun. Wir gucken zu, wir... Es ist auch spannend. Man weiß nie, wann eine Ameise angekrabbelt kommt und den einmal anknabbert. Nichts da, ich habe eine Fackel. Ja, stimmt. Die Ameisen brennen gut, ne?
Exi auch. Das Exi brennt auch gut. Mhm. Sowieso ein heißer Typ. Oha, oha. Aber erst seitdem er den verbrannten Hintern hat. Das ist eine andere Geschichte. Ja. Ich habe ein. Ja, ja. Ele, sag mir, dass es gerade deine Katzen waren. Nee, das ist ein Fernsehdings. Achso. Warum? Gut. Ach, ich stehe hier so mit der Fackel in der Hand, das tote Tier vor der Nase und auf einmal irgendwelche Geräusche. Ach ja. So, kann ich den jetzt. Ich glaube, der wird es aber nicht schaffen. Ich jetzt hier wegrenne. Ich habe halt nur bis 7 Zeit, weißt du? Ja, ja. Oh, Fackel kaputt. Schnell eine neue. Was fehlt denn? Feuerstein und Stein. Holz und Fasern. Man gebe mir ein. Ah, es wird wieder hell. Guck mal. Feuerstein. Metall. Und Stein. Autsch. Mach mal gleich 2 Fackeln. Ah, ich wollte mir auch gleich noch 2 Knüppel machen. Warum reparierst du nicht einfach? Kannst du doch reparieren, deine Fackel. Hab ich doch. Aber ich tue mir halt noch eine gleich herstellen, dass wenn eine ausfällt, dass die nächste gleich nachkommt. Na, weiß nie. Nachher ist in irgendeiner spannenden Situation, wo die Fackel kaputt geht und du stehst im Dunkeln und... Dann ist es noch spannender. Ja. Ja. Auf! Was? Ja, auf einfach. Ich? Nö. Okay. Wieso? Was ist? Nix. Ist da noch ein Raptor? Nein. Nee, er kloppt hier unfröhlich Steinchen, da kann alles gut sein. Wenn Exi sagt, hätte er Lauf, ja. Ist immer irgendwas. Ja, der wollte mich erschrecken, ja. Ach so. Oh, das war der Plan. Der ist gescheitert. Sieht gut aus, ne? Ja, hab gerade noch 2 Narkosemittelchen reingepfeffert. Boah, alles gut. Hast auch erst auf 29%. Ist einfach so. Wie ist das? Oh je, jetzt wird's traumatisch. Denn jetzt die. Da. Die Hauptinsel sieht ziemlich groß aus, ne? Viel bergiger. Spannend. Was steckt dahinter? Ja, erstmal müssen wir da, wo die da ist noch so eine Burg und so. Aber ich will erstmal noch gucken. Es ist eigentlich diese Richtung da vorne. Also sobald ich einen Petri habe, flatter ich dabei hin. Aber ich glaube kaum, dass es heute noch was wert. Haben wir Hammelfleisch irgendwo? Ist irgendwo ein... Ja, im Räucherdings. In der Räucherkammer. Da, ja, mit dem geht's, Hammel nehmen, mit, ne? Dem geht es einen Ticken schneller, glaube ich. Es ist eigentlich egal, ob das Hammelfleisch roh ist oder gebraten. Also es sollte besser roh sein. Funktioniert besser. Haben wir denn hier wohl noch einen Hammel? Ha? Haben wir hier noch einen Hammel? Du bist gerade schon wieder leise. Hammel? Haben wir noch einen Hammel? Wir haben noch Hammelfleisch, aber einen Hammel nicht. Ein Hammel an sich haben wir nicht. 300 sind jetzt noch drin. Ich habe ein bisschen was raus. So, ich würde sagen 5. Okay, 10 davon kriegt das hübsche Raptörchen. Obwohl hübsch ist er eigentlich nicht. Er könnte ruhig schwarz sein. Das ist auch mit den roten Flecken sieht er gut aus. Er ist grün. Ah! Ich will es gar nicht hören. Und du kriegst was. Hier im Wasser ist es recht ruhig. Eckraptor von hinten angepusht. Hier flieht ein Dino.
rennt der Dino so schnell? Das ist immer so eine Frage, ne? Hat er Hunger oder jemand anders hat Hunger? Das ist ein... Ich glaube, jemand anders hat Hunger. Weil Pflanzen rennen nicht weg. Pflanzen haben in der Regel auch keine Beine. Ja, was ja. Seid ihr da hinten? Was bei mir? Achso, bin ich. Iguanodon. Gut, das ist nicht weiter schlimm. So, an der Stelle mache ich mal wieder einen Break. Juhu, Leute! Und sagt, wir kommen wieder, wenn die Tiere gezähmt sind. Oder tot, je nachdem. Ergebnis seht ihr dann. Es würden nie irgendwelche Tiere sterben.